think I'm perfect. 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 Just perfect. Ey yo, servus Freunde, was geht ab? Justin ist mal wieder am Start hier für euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute kommen wir zum nächsten Teil von neuen Fortnite-Waffen, mehr oder weniger. Und ja, bevor dieses Video anfängt, ihr seht im Hintergrund wieder den Rest von den Myth vs. Ninja Clips. Das Video, also das Originalvideo, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, bevor dieses Video jetzt insgesamt auch beginnt, möchte ich euch darauf hinweisen, dass jeden Monat, also am Ende vom Monat, eine 25 Euro Xbox, PlayStation, PC, wie auch immer, Karte verlost wird. Es kommt auf euch an. Das alles, was ihr dafür machen müsst, ist halt einen Daumen nach oben geben, Hashtag Glocke aktiv zu kommentieren, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich, wie der Kommentar sagt, die Glocke zu aktivieren. Dann kommen wir auch direkt zu dieser Waffe. Und zwar wird die neue Waffe, denke ich, mal eine Pistole sein. Ich blende euch jetzt mal ein Bild zu dieser Pistole ein. Ich finde, die sieht original aus wie eine Waffe aus Black Ops 3, eine Secondary, die man aus Kisten ziehen konnte, wenn ihr euch erinnert. Die Rift E9 war das, glaube ich, oder irgendwie so. Ich blende euch auf jeden Fall jetzt auch die Rift-Waffe ein und dann einen kleinen Clip mit der Rift. Also ich finde, die haben vom Aussehen her schon extreme Ähnlichkeiten. Also ist natürlich nicht 1:1 gleich, aber so ein bisschen kann man das, denke ich, mal übernehmen. Hier seht ihr auf jeden Fall die Rift E9 im Vergleich zu der Waffe, die in Fortnite reinkommen sollte. Ich finde, die haben ein klein wenig Ähnlichkeit und wer Black Ops 3 spielt, weiß, wie die Rift E9 ist. Die schießt so Energiebolzen sozusagen, die nachgehen, wie ihr jetzt seht. Also kein direktes krasses Aim oder wie auch immer, die ziehen ziemlich nach. Und ja, also ihr müsst mir jetzt nicht natürlich nicht komplett zustimmen bei der Sache, aber ich finde auf jeden Fall, dass die Waffe vom Aussehen her eine kleine Ähnlichkeit hat. Nur dass unten, finde ich, also vorne an der Waffe unten, das ein bisschen weiter auseinander ist als bei der Waffe, die in Fortnite reinkommen soll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich, wenn die Waffe früher oder später mal reinkommt, weil es noch keine wirkliche Energie- oder Laserwaffe geben würde. Beziehungsweise, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So eine Energiewaffe gibt es einfach in Fortnite noch nicht. Und vielleicht will Fortnite dadurch so ein bisschen was Neues starten, dass vielleicht auch irgendwann so eine Energy-Pumpe kommt oder so eine Sniper oder wie auch immer, wo man auf jeden Fall so ein bisschen nachzieht. Also jetzt bei einer normalen Sniper, dass die Kugel erst fliegen muss. Also ich weiß nicht, als ich die Waffe gesehen habe zum ersten Mal, musste ich halt insgesamt direkt an die Rift E9 denken, die halt in Black Ops 3 am Start ist. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn wir die 15 Likes schaffen, haue ich nochmal einen eventuellen Waffenleak raus, der aussieht wie eine Waffe aus Modern Warfare 3. Deswegen, das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Macht natürlich gerne bei dem Gewinnspiel mit, da es kostenlos ist. Ihr habt definitiv nichts zu verlieren. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Und tschüss. Let's go, baby! Let's go! Nice. Okay. Yeah.